Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. In dieser Woche wollen wir uns mal wieder ein verlassenes Wohnhaus anschauen, aber keine Sorge, es ist doch ein recht aktuelles Video und es handelt sich auch nicht um irgendein Wohnhaus, denn wir sind hier zu Gast in einer Villa. Kommt also mit auf Tour und wir schauen uns mal an, was da noch so alles zu finden war. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Schaut doch auch gerne mal auf unseren Kanal, dort findet ihr mit Sicherheit das eine oder andere interessante Video. Aber nun, rein zum Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine 14-Zimmer-Villa. Eher zufällig sind wir hier auf dieses Objekt gestoßen. Wir waren eigentlich mehr oder weniger auf der Durchreise und befinden uns hier in einer Kleinstadt im Norden von Leipzig. Waren mehr oder weniger auf der Durchreise und dann dachten wir uns, wir schauen doch gerne mal hier rein. Der Zugang war recht schwierig, alles war mit Vegetation zugewildert und wir hatten sichtlich Probleme, hier auf das Grundstück überhaupt drauf zu kommen. Aber es sollte sich hinterher lohnen und ich denke, wir haben hier doch das eine oder andere Interessante filmen können. Auf dem Grundstück befinden sich neben der Villa auch noch ein, zwei Nebengebäude, die waren aber schlichtweg uninteressant, da war alles nur noch Rohbau. Vom Rest des Grundstücks konnten wir leider nichts sehen, es war einfach alles zugewildert, es war die pure Vegetation. Das Grundstück hat eine Fläche von 1799 Quadratmeter, zumindest steht das im Inserat und ihr könnt dieses Objekt auch aktuell für 37.500 Euro kaufen. Die 14-Zimmer-Villa ist erbaut um 1880 und steht, soweit wie ich das bisher eruieren konnte, leider nicht mit auf der Denkmalschutzliste. Allerdings muss das auch nicht zwingend was heißen. Im Objekt selbst befand sich natürlich neben Unrat und der ein oder anderen Sache natürlich auch noch Schränke und einige Sachen waren auch tatsächlich noch mint. Ich muss auch sagen, dass der Zustand insgesamt doch vom Vandalismus her recht gut war, wenn auch der Verfall den Rest wieder wettgemacht hat. Das Gebäude selbst hat eine Fläche von 315 Quadratmetern, wenn auch davon nicht mehr alles aktuell nutzbar ist, denn gerade oben war dann schon der eine oder andere Raum gar nicht mehr auffindbar bzw. betretbar, denn die Decken waren schon herabgestürzt, oben war dann auch schon pure Einsturzgefahr.
Ich fand, dass wir hier doch interessante Aufnahmen machen konnten, vor allem im Keller. Dort befand sich, denke ich, auch das Interessantere. Wenn ihr wissen solltet, was dieses kleine bildschirmartige Gerät war, ich blende euch das gerne auch jetzt nochmal ein, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Ich habe keinen Plan, was das ist. Ja, leider habe ich nicht mehr Informationen über das Objekt herausfinden können, weder über die Bewohner noch sonst wen. Klar, Namensschild und so weiter konnte ich finden, aber dann war auch schon wirklich Schluss. Mal sehen, was damit in der Zukunft passiert, ob es hoffentlich jemand saniert. Was würdet ihr denn aus diesem Objekt machen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Lasst doch einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert uns doch gerne. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche Mittwoch wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, bis dann und ciao.